Bei Bauarbeiten an der Schießhüttestraße in Auen kam es am Montagnachmittag zu einem Gasunfall. Beim Aufstellen eines Gerüstes hatten Bauarbeiter bei der Verankerung in die Hausmauer gebohrt und dort versehentlich eine Gasleitung erwischt. Dadurch trat Gas aus und die Rettungskräfte wurden alarmiert. Die Feuerwehren aus Auen und Dettingen rückten an und sperrten das Gebiet weiträumig ab. Der Messzug der Feuerwehr Ostfildern rückte ebenfalls an und führte Messungen durch. Die Netze BW drehten in der Zwischenzeit den Gashahn ab, sodass kein weiteres Gas mehr austreten konnte. Die Rettungsdienste waren mit dem Rettungswagen, Notarzt, organisatorischem Leiter und leitendem Notarzt zur Absicherung vor Ort, bis die Gefahr gebannt war. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen konnte die Straße wieder freigegeben werden.